Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Angus Burger aus dem Supermarkt mit den großen R zubereitet. Den Grill habe ich dafür auf höchste Stufe angeheizt für circa 10 Minuten. Und jetzt gebe ich hier mal so ein Burger Patty drauf. Die sind von Schulte und Sohn. Ich will die jetzt mal ausprobieren. Die soll man im gefrorenen Zustand auf den Grill packen. Jetzt nach 2 Minuten ändere ich hier mal ein bisschen die Position von dem Burger. Und nach 2 weiteren Minuten wende ich den Burger. Der hätte vielleicht noch eine Minute drauf bleiben können. Und das Spielchen, jetzt habe ich nochmal wiederholt. Nach 2 Minuten wende ich hier das Ganze ein bisschen. Und dann hier drehe ich den Burger nochmal ein bisschen um. Und geben hier Cheddar-Käse noch oben drauf. Dann gebe ich noch etwas Bacon hinzu. Und nach 2 weiteren Minuten ist der Bacon auch fertig. Den packen wir mal hier runter und unseren Burger auch. Jetzt habe ich hier so ein Patty. Darauf gebe ich etwas Eisbergsalat, Barbecue-Soße, etwas von unserem Bacon, frisch geschnittene Schlanggurke, frisch geschnittene Zwiebeln, Jalapenos. Jetzt kommt hier unser Burger oben drauf, etwas Bacon, klein geschnittene Tomaten, nochmal ein paar Zwiebeln, eine Jalapeno, noch eine Schlanggurke, bisschen Hamburger Soße, so Deckel drauf. Und so sieht das Ganze aus. Also ich kann nur sagen, das war sehr lecker. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Lieben Dank fürs Anschauen des Videos. Wer mag, kann gerne meinen Kanal abonnieren. Der braucht hier einfach in die Mitte klicken auf das rote Grill mit Gas-Symbol. Dann könnt ihr den Kanal auf YouTube abonnieren. Und hier unten könnt ihr euch noch 2 Videos anschauen. Und ich sage einfach mal, bis demnächst. Ciao!